Wenn du etwas mehr Power generieren möchtest, oder vielleicht möchtest du mehr von innen nach außen schwingen, oder vielleicht möchtest du den Ball faden und mehr von außen nach innen schwingen, der Zeitpunkt, wann du das machst, ist sehr entscheidend. Wir wollen alle den Ball weiter schlagen. Und was ich immer mitbekomme bei meinen Unterrichtsstunden, ist, wie mein Schüler die Geschwindigkeit, die Kraft sehr früh einsetzt. Und dann, was im Treffmoment passiert und was der Ball macht, ist eher ein Lottospiel. So mein Tipp für dich: Entscheidend ist immer, dass du dir Zeit beim Anfang des Schwunges nimmst. Das ist notwendig, damit du die Arme senken kannst. Wenn du das gemacht hast, ist der Rest viel, viel einfacher und du kannst den Ball weiterschlagen. So, was du dir merken musst, ist von da, von der 9 Uhr Position, der Schaft ist parallel zum Boden, von da bis da, jetzt ist der Schaft wieder parallel zum Boden, ich habe meinen Körper gedreht, hier spielt die Musik. Hier kannst du zaubern. Nicht da ist zu früh. Es muss ab hier bis da passieren. Nachdem du den Rückschwung vollendet hast, ist es Zeit, das Gewicht zu verlagern. Und es ist wichtig, dass du Schulter, Arm und Hände sehr locker und entspannt lässt. Und was automatisch passieren wird, wenn du genügend Geduld hast, die Arme werden sich senken. Das wird wie eine Ewigkeit sich anfühlen. Aber das musst du einfach trainieren, weil die Arme werden sich senken und der Winkel zwischen Schaft und Arm, der bleibt auch. Und das passiert automatisch. Das musst du gestatten. Automatisch gestatten sind wichtige Worte. Nicht machen, nicht bewusst schlagen. Das hat nur Vorteile. Wenn du es schaffen könntest, bis hier Geduld zu haben, dann ist es wirklich Zeit, Spaß zu haben. Und wenn ich zum Beispiel einen Fade schlagen möchte, also den Ballflug mit Links-Rechts-Kurve, dann mache ich es von da bis da. So, lass uns mal sehen, ob ich diese Kurve kann. Da startet der Ball gerade und jetzt macht er die Kurve nach rechts. Warum? Weil ich den Abschwung hier gestartet habe, aber durch den Ball habe ich nach links gezogen. Jetzt möchte ich ein Draw spielen. Ich werde mehr von innen nach außen schwingen. Ich werde aber, und das ist jetzt sehr wichtig, ich werde nicht den Rückschwung so beginnen. Ich werde den Rückschwung, den Schläger auf der Ebene beim Ausholen lassen. Also ich habe viel Radius und ich bewege den Schläger gerade zurück. Weil dann komme ich in eine ideale Position hier. Ja. Und wenn ich wieder mich Zeit nehme und das zulasse, werden meine Arme senken. Und dann durch den Ball werde ich nach rechts schwingen. So, lass mal sehen, ob ich jetzt drawen kann. Und da kommt die schöne Rechts-Links-Kurve. So, bitte merkt ihr, von da bis da, da passiert es. Da hast du deinen Erfolg. Tschüss, vielen Dank für das Zugucken. Bitte Daumen hoch.